Ich blicke zurück in die letzte Eiszeit. Homo sapiens, der moderne Mensch, betritt zum ersten Mal den europäischen Kontinent. Er trifft auf exotische Megatiere wie das Wollhaar-Mammut und auf einen nahen Verwandten, den Neandertaler. Neue Funde und moderne Forschung zeigen diese Phase der Erdgeschichte in einem völlig anderen Licht. Warum hat nur Homo sapiens die Eiszeit überlebt? Wann entsteht sein Faible für Kunst und Technik? Und wie viel Eiszeit steckt noch in den Genen der Menschen von heute? Das will ich herausfinden, auf einer Spurensuche zu den Wurzeln der Europäer vor mehr als 40.000 Jahren. Meine Reise zu den Hotspots der Eiszeit beginnt in der Oberrheinebene. Ein Gebiet, das sich über einige hundert Kilometer von Basel bis nach Bingen erstreckt. In der letzten Eiszeit ein Highway für Mensch und Tier. Die Eiszeit ist richtig lange her. Aber was hat das heute mit uns zu tun? Eine ganze Menge, denn in der Eiszeit wurden wichtige Weichen für die Entwicklung der Menschheit gestellt. Ich bin ganz ehrlich, früher habe ich bei der Eiszeit gedacht an ungemütliche Landschaften, an grobschlächtige Urmenschen, bei denen die Männer jagen gehen und die Frauen in irgendwelchen Höhlen sitzen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die aktuelle Forschung enthüllt, die Eiszeit steckt voller Überraschungen. Die Erde ist ein warmer, eisfreier Planet. Eigentlich. Doch in der Erdgeschichte kommt es immer wieder zu langen, kalten Phasen. Zu Eiszeiten. Die Folge? Gigantische Gletscher breiten sich über die Nordhalbkugel aus. Weil viel Wasser als Eis gebunden ist, sinkt der Meeresspiegel drastisch. Großbritannien ist noch mit dem europäischen Kontinent verbunden. Und dicke Eispanzer nehmen Europa von Skandinavien und den Alpen aus in die Zange. Doch dazwischen erstreckt sich eine grasreiche Steppe. Die Bewegung der Gletscher hat dabei spektakuläre Landschaften geformt. Die Eismassen haben härtestes Gestein abgeschliffen. Wie an der Schärenküste Schwedens. Sie gruben die atemberaubenden Fjorde in Norwegen. Und auch die vielen Seen in Deutschland oder Schottland sind Zeugen der glazialen Urkräfte. Eigentlich leben wir immer noch in einem Eiszeitalter. Seit ungefähr 2,6 Millionen Jahren. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Angesichts der Erderwärmung durch den Klimawandel, ist aber tatsächlich korrekt. Denn Geologen sprechen von einer Eiszeit dann, wenn mindestens eine der beiden Polkappen vergletschert ist. Und genau das ist momentan der Fall. Noch, muss man dazu sagen. Innerhalb so einer Eiszeit wechseln sich Wärme- und Kälteperioden immer wieder ab. Und die letzte dieser Kaltzeiten, meistens einfach nur Eiszeit genannt, gab es vor 115.000 Jahren. Und gedauert hat sie bis ungefähr vor 11.600 Jahren. Und genau in diese Zeit wollen wir jetzt reisen. Das Klima in der Eiszeit ähnelt dem Klima im heutigen Sibirien. Es gibt lange, eisige Winter und kurze Sommer. Auch die Tierwelt ist vergleichbar. Mit Moschusochsen oder Polarfuchs. Das Mammut hingegen, das damals noch durch die Steppen zieht, ist längst ausgestorben. So sieht der Kontinent aus, als Homo sapiens, der anatomisch moderne Mensch, nach Europa drängt. Das ungemütliche Klima hat ihn nicht abgeschreckt. Fließende Gewässer wie im bayerischen Altmühltal sind das ganze Jahr eisfrei und ein begehrtes Streifgebiet für die eingewanderten Jäger und Sammler. Wie sie lebten und wie sie aussahen, das konnten Forscher dank einer sensationellen Entdeckung rekonstruieren. In der Klausenhöhle unweit der Gemeinde Essing haben Forscher das Skelett eines Homo sapiens geborgen. Der Tote, bekannt als Mann von Neu-Essing, wurde von seiner Gruppe in einer Felsnische abgelegt. Welche Vorstellungen sich die Eiszeitler vom Tod gemacht haben, weiß man nicht. Grabfunde legen aber nahe, dass es schon vor mehr als 100.000 Jahren rituelle Bestattungen gegeben hat. Am Grab des Verstorbenen wurden auch Stücke eines Mammutstoßzahns gefunden. Der Leichnam selbst war mit Rötel bedeckt,
ein eisenhaltiges rotes Pigment, das normalerweise als Schutz der Haut diente. Hier vermutlich aber aus rituellen Gründen verwendet wurde. Entdeckt wird der Mann von Neuessing bereits 1913. Doch Wissenschaftler haben ihn noch einmal mit modernsten Verfahren untersucht. Sie wollten wissen, wann der Eiszeitjäger gestorben ist, wie alt er wurde und was seine DNA über das Aussehen der frühen Europäer preisgibt. Menschliches Erbgut aus prähistorischen Knochen zu isolieren, ist noch eine relativ junge Methode und aufwendig. In einem Reinstlabor an der Universität Mainz ist es Wissenschaftlern aber gelungen, Antworten zu finden. In fossilen Knochen ist genetisches Material wie in einer Zeitkapsel konserviert. Auch beim Mann von Neuessing. Die Spezialisten haben die DNA-Fragmente aus den Zellkernen der Knochen herausgelöst und am Computer wieder zu einem vollständigen Genom zusammengesetzt. Und damit den Bauplan des Frühmenschen entschlüsselt. Er lebte vor rund 34.000 Jahren und starb im damals stattlichen Alter von etwa 50. Forensische Verfahren helfen, seine Gesichtsform zu rekonstruieren. Genetische Marker liefern Daten zur Farbe von Augen, Haaren und Haut. Die große Überraschung? Der Eiszeitjäger hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit braune Augen, dunkelbraunes bis schwarzes Haar und eine sehr dunkle Haut. Er sah aus wie ein Afrikaner. Entwickelt hat sich Homo sapiens in Afrika, vor etwa 300.000 Jahren. Sein Aufbruch in die weite Welt startet vor 70.000 Jahren. Nach neuestem Forschungsstand wandert er über die arabische Halbinsel nach Osten, von dort weiter nach Asien. Nach Europa zieht es ihn erst später. Warum? Antworten darauf suche ich in einer Kühlkammer an der Universität Mainz. Am Institut für Geowissenschaften untersucht Frank Sirocco, wie das Klima die Geschichte des Menschen beeinflusst hat. 2700 Bohrkerne sind dort gelagert. Sie enthalten alle Informationen, die man braucht, um die Lebenswelt in grauer Vorzeit nachzuvollziehen. Die Bohrkerne stammen aus den Maren der Vulkaneifel. Sie sind besondere Klimaarchive. Weil in den tiefen Bodenschichten der Gewässer der Sauerstoff fehlt, bleiben organische Materialien wie Pollen oder Pflanzenreste über viele Jahrtausende erhalten. Mit einem Erdkernbohrer werden die Sedimente ans Tageslicht gefördert. Die feinen Schichten stehen für einzelne Jahre. Dunkle Streifen deuten auf Wälder und eine wärmere Zeit hin. Helle auf kältere Phasen. Der kommt ganz da vorne hin wahrscheinlich, oder? Neben dem Kühlhaus breitet Frank Sirocco sein Klimabuch der Geschichte Europas aus. Ja, und da sieht man es natürlich jetzt richtig gut. Das sind wie viele Jahre jetzt insgesamt auf dem Tisch? Ja, das ist unser schönes Klima, unsere Klimabibliothek, wie wir sie nennen. Das beginnt heute. Hier ist wirklich heute. Und ganz am Ende sind wir dann 60.000 Jahre zurück. Wo genau kommt denn der moderne Mensch zum ersten Mal ins Spiel? Ja, der moderne Mensch kommt hier etwa so um 43.000 vor heute, als wir noch eine Fichtenwaldvegetation zum Teil hatten. Und dann öffnet sich die Landschaft. Sie sehen, hier sind so die ersten Staubstürmer. Ne? Mhm. Wir gehen also langsam in eine steppenartige Vegetation rüber. Diese Menschen haben vor allen Dingen Pferde und kleine Mammuts gejagt. Und die passen in diese Steppe. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass sich so um 43.000, 40.000 vor heute öffnet sich die Landschaft in Zentraleuropa. Es gibt Grassteppe und damit kommen dann die großen Säuger, Herdentiere. Und der moderne Mensch folgt dem einfach. Ne? Das Klima in Europa ist also ein Pull-Faktor für die Migration des modernen Menschen. Von Zentralasien aus führt seine Route am Schwarzen Meer vorbei. Und dann weiter entlang der Donau, bis er die Steppe mit den großen Tierherden erreicht. Auch wenn die meisten Tiere der Eiszeit längst ausgestorben sind, ihre Spuren haben sie hinterlassen. Vor allem am Oberrheingraben, eines der wichtigsten Klimaarchive für die europäische Eiszeit. Die Sedimentschichten reichen bis etwa 400.000 Jahre zurück.
Kiesgruben wie diese hier in Lorsch bei Mannheim sind eine echte Fundgrube für Eiszeitforscher. Etwa 30 Meter unter der Erde haben Überreste von Lebewesen, von Pflanzen, von Bäumen die Jahrtausende überdauert. Und beim Abbau von Sand und von Kies treten auch fossile Knochen aus der Eiszeit ans Tageslicht. An diesem ungewöhnlichen Ort bin ich mit dem Leiter des Forschungsprojektes Eiszeitfenster Oberrheingraben verabredet. Wilfried Rosendahl ist nicht nur Geologe, sondern auch Paläontologe. Seit Jahren gelingen ihm und seinem Team spektakuläre Funde. Hallo. Hallo. Willkommen in der Eiszeit. Ja, danke. Hallo. Wenn ich Ihnen sagen würde, ich nehme Sie mit auf eine Reise. Wir sehen Nashörner, Elefanten, Löwen, Hyänen und Büffel. Ja. Wo sagen Sie, fahren wir hin? Ja. In afrikanisches Land, genau. Safari. Genau, wir fahren nicht nach Afrika, wir reisen zurück in die Zeit, in die Eiszeit. Okay. Mhm. Und wir finden alle diese großen Tiere, diese Big Five, die wir aus der Safari kennen, die haben wir hier. Das weckt meinen Jagdinstinkt. Mit geübtem Blick entdeckt der Forscher versteinerte Hölzer und Knochen. Schon nicht schlecht. Irgendwas findet er immer. Ja, aber das ist ein Zahn von einem Mammutjungtier. In der Chemie dieses Zahnschmelzes ist gespeichert, was gegessen wurde, ist die Temperatur gespeichert. Und damit können wir dann also unglaublich viel herauslesen. Und wenn wir das datieren mit der Radiokarbonmethode, wissen wir, wann das Mammut gestorben, gelebt hat. Und dann eben mit der detaillierten Sache, wie auch so ein bisschen die Lebenswelt war. Das Mammut gehört zu den Big Five, den großen Fünf der Eiszeit. Mit seinem zotteligen, dichten Fell ist der Riese bestens an das Klima angepasst. Ebenso wie das Wollnashorn. Es hat zudem noch sehr kleine Ohren, um möglichst wenig Wärme abzugeben. Mächtig ist auch der Steppenbison, ein Verwandter des amerikanischen Bisons. Der Riesenhirsch beeindruckt durch das größte Geweih der gesamten Tierwelt. 4 Meter breit und bis zu 50 Kilo schwer. Und last but not least, der Höhlenlöwe. Ein gefährlicher Räuber, gleichermaßen gefürchtet wie bewundert. Dass die Big Five der Eiszeit am Oberrheingraben heimisch werden, liegt vor allem am gemäßigten Klima in dem Gebiet. Und dass die Forscher überhaupt von der Eiszeit Serengeti erfahren haben, in erster Linie am Entdeckergeist eines jungen Mannes. Bereits in den späten 1940er Jahren geht Klaus Reiß immer wieder am Rhein und seinen Nebenarmen auf die Pirsch, um nach fossilen Knochen von Steppenbison, Nashorn und Co. zu suchen. Und das mit großem Erfolg. Bis in die 2000er hat der Sammler mehr als 20.000 Funde mit seinen eigenen Händen ausgegraben. Schätze, die später als Spende an die Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim gehen. Sie bilden die Basis für das Forschungsprojekt Eiszeitfenster Oberrheingraben. Wilfried Rosendahl und sein Team sind seit 2 Jahren dabei, die Stücke zu untersuchen. Diesen beeindruckend schweren Zahn, Sie haben den jetzt gerade so lässig getragen, aber der wiegt durchaus einiges, den haben Sie untersucht. Was kam denn dabei raus? Ja, nachdem wir ihn gefunden haben, haben wir eine kleine Knochenprobe genommen, bei uns im Datierungslabor untersucht und jetzt wissen wir, 38.500 Jahre alt. Wenn ich mich hier umgucke, sehe ich noch viel mehr Spannendes. Können wir uns mal anschauen? Ja, gerne. Die paläontologische Sammlung gehört zu den bedeutendsten Europas. Alle Knochen zu untersuchen, wird noch Jahrzehnte dauern. Dazu gehört auch der Schädel eines Riesenhirsches. In einem anderen Regal warten Schädel und Fußknochen von Höhlenbären auf ihre Begutachtung. Das Highlight aber ist ein anderer Fund vom Oberrhein. Wenn ich das mal aufmache, hier sieht man schon große Zähne und nicht jeder würde sofort wissen, was es ist. Wir haben Flusspferde. Wow. Also Nilpferde am Rhein. Mhm. Eigentlich könnte man fragen, wie kann das sein? Wir haben doch Eiszeit, wieso haben wir Flusspferde? Mhm. Das sind 2 unserer Kronjuwelen. Mhm. Unterkiefer eines Erwachsenenflusspferdes, Unterkieferstück eines Jungtieres. Große Frage ist, was können wir mit modernen Analysen herausfinden, wann diese Tiere am Oberrhein gelebt haben? Um das Alter der Flusspferdfunde zu bestimmen, wendet das Team die bewährte C14-Methode an. Dafür wird ein Knochenstück pulverisiert und in vielen Schritten so lange bearbeitet, bis nur noch reiner Kohlenstoff übrig bleibt.
Anschließend wird der Kohlenstoff durch einen Teilchenbeschleuniger gejagt, um die Kohlenstoffisotope zu isolieren. Je geringer die Anzahl an Isotopen, desto älter ist die untersuchte Probe. Ein komplexes Verfahren, aber inzwischen Forschungsalltag. Also wir haben 20 Knochen- und Zahnfunde hier bei uns im Datierungslabor datiert. Und große Überraschung, diese Tiere lebten im Zeitraum zwischen 48.000 und vor 32.000 Jahren noch hier am Oberrhein, also zeitgleich mit dem Mammut. Und überraschend deswegen, weil bisher angenommen worden ist, diese Flusspferde sind zum Ende der letzten Warmzeit vor ungefähr 116.000 Jahren hier ausgestorben. Also Flusspferde und Mammut zeitgleich am Rhein. Das ist wirklich erstaunlich. Und Sie haben nicht nur das untersucht, sondern auch Hölzer. Was haben Sie daraus finden können? Wir haben noch Reliktwälder zur Lebenszeit der Flusspferde hier, sogar mit Eichen. Also eine richtig gute Umwelt für das Leben dieser Tiere. Die haben nicht den ganzen Tag im Wasser gesessen, um sich abzukühlen, wie heute in Afrika, sondern die konnten auch tagsüber entsprechend grasen gehen. In der weiten Landschaft am Oberrhein kreuzten damals die Zugrouten der großen Tierherden. Ihr Lebensraum, die Mammutsteppe mit Zwergsträuchern und Kräutern, bietet Nahrung im Überfluss. Ein eiszeitliches Schlaraffia für Tier und Mensch. Homo sapiens wandert seiner fetten Beute hinterher. Sein Tiny House hat er immer dabei. Ein transportables Tipi aus Ästen und Tierhäuten. An das Überleben in Europa hat er sich bestens angepasst. Auch weil er eine effektive Waffe für die Jagd entwickelt hat. Was an dem Jagdgerät so besonders ist, das will ich von Rudi Walter wissen. Der Experimentalarchäologe hat Waffen der Eiszeit nachgebaut und getestet. Hallo Rudi. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Das ist ein ganz schön langer Pfeil, der hier im Boden gesteckt hat. Eigentlich ein Speer. Ach so. Der wird nicht mit dem Bogen geschossen, sondern mit der Speerschleuder geworfen. Ah, die Speerschleuder hast du auch schon in der Hand. Du hast das ja ganz lange erforscht, wie damals gejagt wurde. Wie ist das genau abgelaufen? Wie haben die Leute das gemacht? Wir finden in eiszeitlichen Fundstellen diese Geweihhaken, von denen man früher nicht wusste, ob die zum Rückenkratzen sind oder für was daher sonst. Und man hat dann über Vergleiche in der Völkerkunde, in der Ethnologie gesehen, dass es Völker gibt, die eben da Speere einhängen. Kannst du mir das mal zeigen? Klar. Okay. Der Haken wird in eine Mulde hinten am Speer eingehängt. Er funktioniert wie eine Schleuder. Der Werfer umfängt Schleuder und Speer mit den Fingern, visiert das Ziel an und löst den Abwurf des Speeres über das Hakenende aus. Die Speerschleuder ist die erste Fernwaffe der Menschheit. Die Eiszeitjäger konnten damit aus sicherer Entfernung jagen, ohne dass sie von den Tieren gewittert wurden. Nicht beim ersten Mal besser werfen wie ich. Schauen, dass die Finger weit nach unten nehmen. Einfach. Jagen wie ein Eiszeitjäger. Eine echte Herausforderung. Naja, Übung macht den Meister. Rudi ist es mit viel Training gelungen, den Speer 100 Meter weit zu schleudern. Die höchste Reichweite liegt bei etwa 180 Metern. Hyänen werden damals übrigens selten gejagt. Eher Bisons, Wildpferde und Rentiere. Die Jagdgesellschaften sind egalitär organisiert. Frauen und Männer jagen Seite an Seite im Kollektiv. Eine klassische Rollenverteilung existiert nicht. Strategien werden gemeinsam abgestimmt. Eine Gruppe pirscht sich an, eine andere treibt die Beute in ihre Arme. Jeder und jede tut das, was er oder sie am besten kann. Der tägliche Überlebenskampf schweißt Frauen und Männer zusammen. Und er spornt sie zu immer weiteren Erfindungen an. Rudi Walter stellt ein kleines Werkzeug aus der Eiszeit her, das zum großen Schritt für die Menschheit wurde. Die Nähnadel. Dafür wird der Fußknochen eines Rentiers oder Wildpferds in einem aufwendigen Verfahren gespalten und geschliffen. Genial. Ein kleines Stück Knochen mit einem Loch am Ende. Mit der Nähnadel wird in der Eiszeit erstmals warme Kleidung aus Fell und Leder mit dichten Nähten gefertigt. Ich muss einfach mal testen, wie sich das anfühlt, in die Montur eines Eiszeitjägers zu schlüpfen.
Hier noch Schuhe, das ist... Kleidungsstücke aus der Eiszeit sind nicht erhalten. Aber Rudi Walter hat Leggings, Schuhe und Überwurf nachgeschneidert. Eine ziemlich haarige Sache, aber super warm. Mit der Funktionskleidung aller Steinzeit kann Homo sapiens selbst in die kältesten Winkel Europas vordringen. Die Nähnadel macht's möglich. Nicht seine einzige Innovation. Als sich der moderne Mensch über ganz Europa verbreitet, verändert sich auch seine Erfindungsgabe. Ob an Donau, Rhein oder Rhone, wo immer er hinkommt, hinterlässt er Zeugnisse seiner neuen Genialität. Die Wiege dieser frühen Kulturstufe liegt in der Schwäbischen Alb. Im beschaulichen Achtal entzündet sich nicht weniger als ein Urknall der Zivilisation. Und zwar schon kurz nach der Ankunft von Homo sapiens im Schwabenland. Etwa 42.000 Jahre vor heute. Für die Einwanderer ist die Region mit ihren fruchtbaren Tälern ein idealer Lebensraum. Die unzähligen Höhlen der Alb bieten Schutz vor der Witterung und gefährlichen Tieren. Zu essen, frisches Wasser und genug Brennholz gibt es in der Region auch. Die täglichen Arbeiten sind auf die Gruppe verteilt. Den Menschen bleibt Zeit, andere Dinge zu tun. Vor diesem Hintergrund vollzieht sich eine Wende im Leben von Homo sapiens. Quasi aus dem Nichts fängt er an, Kunstwerke aus Mammutstoßzähnen zu schaffen. Die ersten in der Geschichte der Menschheit, soweit bekannt. Die bahnbrechende kreative Leistung des eiszeitlichen Homo sapiens ist demnach die Erfindung der Kultur. Am Anfang sind es vor allem Tierfigürchen, die zum Repertoire gehören. Wie Mammut, Vogel oder auch Pferd. Die Ausdruckskraft und Perfektion der winzigen Kunstwerke verzaubern selbst heute noch. An der Universität Tübingen treffe ich Sibylle Wolf. Die Archäologin erforscht die Geschichte und Geheimnisse der Eiszeitkunst. Was sie mir über die Fähigkeiten der Künstler erzählt, lässt mich staunen. Aber einfach, um Ihnen mal zu zeigen, was wir für fantastische Verzierungen auch haben, also wie kreativ die Menschen in dieser Zeit gewesen sind. Sie haben nicht nur ihre Umgebung und die Tiere, die sie beobachtet haben, in Mammutelfenbein nachgeschnitzt, sondern sie haben das dann auch noch wirklich ganz kunstvoll verziert mit Kerben, Linienmustern, Punkten. Das hatte sicherlich seine ganz eigene, tiefere Bedeutung. Ja, richtig spannend finde ich auch, dass das ja aus solchen Dingern hier rausgeschnitzt wurde. Das hier ist es ein Teil eines Mammutstoßzahns, wiegt ungefähr so viel wie so eine mittlere Wassermelone, also ist echt schwer. Ja. Ich könnte da jetzt nichts rausschnitzen. Wie haben die das denn gemacht? Die haben Mammutelfenbein mit Steinwerkzeugen bearbeitet, haben also einen großen Stoßzahn gespalten und sich in kleine Stücke zerlegt und wirklich perfekt Figürchen geschnitzt. Ich finde, die Leistung ist, dass man wirklich nicht das Schnitzen an sich in den Vordergrund stellt, sondern das, was im Kopf vorher passieren muss. Mhm. Man sieht diesen Höhlenlöwen, der wahrscheinlich unfassbar beeindruckend war und gefährlich, merkt sich dieses Bild und schnitzt dann dieses Tier nach. Und zwar aus einem Material, das die Form nicht vorgibt. In den Kalksteinhöhlen auf der Schwäbischen Alb wurden tausende Werkzeuge und Kunstwerke aus der Eiszeit entdeckt. Deshalb gilt das Gebiet zwischen Schäklingen und Blaubeuren auch als Hochburg der Ice-Age-Kunst. Aus der Hohlensteinhöhle stammt der wohl prominenteste Fund der Schwäbischen Alb. Dass er zur Ikone wird, haben die Archäologen lange nicht geahnt. Denn zunächst hatten sie nur einen Haufen Bruchstücke aus Mammutstoßzahn vor sich. Dann kamen weitere Fragmente hinzu. Doch bis klar war, wie die Puzzleteile zusammengehörten, vergingen Jahrzehnte. Für die Forscher war es eine Sisyphos-Arbeit. Immer wieder haben sie die über 300 teils Millimeter kleinen Stücke neu zusammengefügt. Als endlich alles passte, war ein rätselhaftes Wesen entstanden. Halb Mensch, halb Löwe. Das hier ist ja der berühmte Löwenmensch, genau gesagt, eine Replik des Originals. Das wäre ein bisschen zu wertvoll, als dass ich das jetzt in der Hand halten könnte. Was ist denn das Besondere, das Außergewöhnliche daran? Und inwiefern steht dieser Löwenmensch auch für die Entwicklung der Menschheit in der letzten Eiszeit? Zu
Das Besondere an der Löwenmenschfigur ist, dass er ein Mischwesen darstellt aus Mensch und Tier, aus Mensch und Höhlenlöwe. Und das ist zum ersten Mal in dieser Figur hier manifestiert. Dieses abstrakte Denken, dieses Vorstellungsvermögen, dass man über die reale Welt hinaus Dinge schafft. Also für mich persönlich ist dieser Fund hier wichtiger als die Mona Lisa, weil wir wirklich hier die Wurzeln unserer eigenen Geschichte fassen können, unserer Kreativität. Die knapp 32 cm hohe Figur ist im Museum Ulm ausgestellt und könnte einen Schamanen im Löwenfell darstellen. Auf jeden Fall ist sie der früheste Beleg für die Glaubenswelt von Homo sapiens. Das muss ich erst mal sacken lassen. Kunst, Abstraktion, Spiritualität. Das alles hat seinen Ursprung im eiszeitlichen Europa. Ich bin nach Frankreich gereist, ins Tal der Ardèche. Ähnlich wie in der Schwäbischen Alb gibt es im Südosten Frankreichs zahlreiche Höhlen, die von Eiszeitjägern bewohnt waren. Auch dort hat Homo sapiens Werke für die Ewigkeit hinterlassen. Eine Höhle ist als Kathedrale der Eiszeit weltberühmt. Die Höhle von Chauvet. Sie ist anders. Die Ureuropäer haben sie vermutlich nur zu rituellen Zwecken genutzt. Zumindest existiert bislang kein einziger Fund, der auf eine Wohnhöhle hinweist. Die spektakulären Wandbilder gehören zu den ältesten der Welt und wirken technisch perfekt. Die Künstler haben sie mit Holzkohle und Farben aus Ocker gemalt. Nur im Schein einer Fackel. Wow, ich kann Mammuts erkennen. Wildpferde. Ein Schneeleopard. Das ist ein Bollnershorn. Alle paar Meter kommen irgendwelche Zeichnungen und Gravuren. Das ist wirklich faszinierend. Ein Höhlenlöwe, dargestellt in dynamischem Bewegungsablauf, setzt zum Sprung auf ein Mammutbaby an. Das erinnert mich an ein Daumenkino. Wandgemälde von detailgenauer Präzision und malerischer Harmonie. Die Höhle von Chauvet ist eine Kathedrale mit Weltkunst. Mehr als 400 Wandbilder mit über 1000 Zeichnungen haben die Forscher hier gefunden. Das ist wirklich gewaltig. Übrigens ist das hier gar nicht die Originalhöhle. Die ist nämlich aus konservatorischen Gründen nur für die Wissenschaft zugänglich. Das hier ist Chauvet 2 oder auch Chauvet 2. Eine exakte Abbildung des Originals und man muss sagen, nicht weniger beeindruckend. Im Europa der Eiszeit existiert schon vieles, was das Menschsein heute ausmacht. Auf der ganzen Welt. Neben Kunst und Ritualen ist das auch die Sprache. Am Lagerfeuer haben die Menschen sicher von ihrem Alltag erzählt, von der Jagd, von ihren Gefahren. Sprache hat es ihnen ermöglicht, sich innerhalb der Gruppe zu verständigen, Erfahrungen auszutauschen oder auch Strategien abzustimmen. Nicht nur in der Eiszeit ein entscheidender Überlebensvorteil. Wahrscheinlich ist, dass Homo sapiens schon eine Sprache entwickelt hatte, als er vor mehr als 42.000 Jahren auf dem europäischen Kontinent eintrifft. Dort lebt schon lange ein enger Verwandter des modernen Menschen. Der Neandertaler. Auch er ist ein Jäger und Sammler. Die ältesten Spuren seiner Existenz reichen 250.000 Jahre zurück. Fundstellen belegen, im Westen besiedelt er Portugal und Spanien. Im Norden dringt er bis nach Sibirien und im Osten bis ins Altaigebirge vor. Wie der Neandertaler vor Urzeiten ausgesehen hat, rekonstruieren Paläokünstler aus dem niederländischen Arnhem. Für Museen auf der ganzen Welt bauen Alfons und Adri Kennes regelmäßig Modelle von Urmenschen aus Knetmasse, Draht und Silikon. Auf der Grundlage von Skelettfunden und DNA-Analysen zur Farbe von Haut, Haaren und Augen entstehen verblüffend lebensechte Exponate. Darf ich vorstellen? Nana,
mit ihrem Vater Flint. Der Neandertaler ist im Durchschnitt 10 cm kleiner als Homo sapiens und stämmiger gebaut. Er bringt bis zu 90 Kilo auf die Waage und verbraucht über 4000 Kilokalorien pro Tag. Dank seines großen Lungenvolumens ist der Neandertaler besonders leistungsfähig. Breite Nasennebenhöhlen wärmen kalte Luft gut vor. Der Ureuropäer ist bestens an ein Leben in der Eiszeit angepasst. Der Neandertaler und der moderne Mensch haben einen gemeinsamen Vorfahren. Wir sind demnach miteinander verwandt. Ich finde, das sieht man. Beide Menschenarten haben sich über Hunderttausende von Jahren aus Homo erectus entwickelt. Homo sapiens in Afrika und der Neandertaler in Europa. Lange hatten Neandertaler das Image von Halbaffen. Aber mit jeder neuen Entdeckung wird klar, unsere Vorfahren aus der Eiszeit sind uns Europäern viel ähnlicher als gedacht. Während der rund 250.000 Jahre, die der Neandertaler den europäischen Kontinent beherrscht, erlebt er unterschiedliche Warm- und Kaltzeiten. Für ihn bedeutet das, dass er sich an die wechselnden Lebensbedingungen anpassen muss. Und weil seine Nahrung zu fast 95% aus Fleisch besteht, er verzehrt bis zu 2 Kilo täglich, sind Großtiere seine bevorzugte Beute. Auch vor dem europäischen Waldelefanten schreckt der Neandertaler nicht zurück. Das belegt eine neue Forschung. Im Landesmuseum Halle bestaune ich den Nachbau eines Elefantenbullen. 4 Meter Schulterhöhe, 13 Tonnen schwer. Damals das größte Landtier der Welt. Seine Stoßzähne können 3 Meter lang werden. 57 Skelette dieser Kolosse lagern im Depot des Museums. Sabine Gauzinski-Windhäuser hat die Knochen gründlich untersucht. Sie stammen ausschließlich von erwachsenen Bullen und sind etwa 125.000 Jahre alt. Einige der riesigen Oberschenkelknochen sind übersät mit markanten Schnittspuren. Viele so fein, dass sie nur unter dem Mikroskop auszumachen sind. Neandertaler haben die schweren Fleischpakete nicht nur gejagt, sondern auch akribisch zerlegt und restlos verwertet. Das belegen die Forscherin und ihr Kollege Lutz Kindler in einer aktuellen Studie. Jetzt haben Sie eben die Elefanten untersucht, aber dabei auch sehr viel über den Neandertaler herausgefunden und über das Verhalten des Neandertalers. Was ist Ihnen denn da besonders aufgefallen? Was wir hier in Neumarkt-Nord gesehen haben, ist, dass also diese Elefanten also wirklich von Kopf bis Fuß komplett auseinandergenommen wurden. Wenn Sie das hochrechnen, dann kriegen Sie eine Idee, wie viel Fleisch, wie viel Fett hier angefallen ist und wie viele Menschen das hätte ernähren können und wahrscheinlich eben auch ernährt hat. Und wir gehen davon aus, dass diese Jagdaktivitäten von kleinen Gruppen durchgeführt wurden und dass es aber dann letztendlich große Gruppen gewesen sind, die tatsächlich dieses Fleisch und diese Fettreserven dann entweder verarbeitet haben oder einfach auch sofort verwertet haben. Ein einziger Elefantenbulle hat mindestens 2500 Portionen zu jeweils 4000 Kilokalorien geliefert. Die immense Menge an Fleisch wirft einen neuen Blick auf die Sozialstruktur der Neandertaler. Bisher ging die Forschung von einer Gruppengröße von maximal 25 Personen aus. Die Zahlen deuten aber auf weit größere Gruppen hin. Wahrscheinlich haben sich mehrere Clans zusammengeschlossen, um gemeinsam zu jagen. Und sicher haben die Eiszeitjäger ihre XXL-Steaks auch geräuchert und getrocknet, damit das Fleisch länger haltbar bleibt. Auch eine andere spektakuläre Entdeckung zeigt den Ureuropäer in neuem Licht. Fundort ist die Einhornhöhle im Harz. Man weiß, dass sie zwischen 190.000 und rund 50.000 vor heute immer wieder von Neandertalern aufgesucht wurde. Tief in der Erde öffnen sich Grotten, Hallen und Säle, verbunden durch schmale Gänge. Nur ein Bruchteil der weitläufigen Naturhöhle ist bisher erforscht.
Im Jahr 2020 stoßen Archäologen zwischen Steinwerkzeugen und Jagdbeuteresten auf ein besonderes Stück Knochen. Seine ungewöhnlichen Schnittspuren fallen den Forschern sofort ins Auge. Der Archäologe Thomas Terberger von der Universität Göttingen hat den Fund unter die Lupe genommen. Durch Vergleiche findet er heraus, dass es sich um den Fußknöchel eines Riesenhirsches handelt. Interessanter ist aber die Datierung des Knochens mit C14. Thomas Terberger ermittelt ein Alter von etwa 55.000 Jahren. Das bedeutet, der Knochen mit den Schnittspuren muss aus der Zeit des Neandertalers stammen. Denn Homo sapiens kommt erst viel später nach Europa. Unter dem Mikroskop ist deutlich zu erkennen, dass die Schnittspuren ein geometrisches Muster bilden. Aus tiefen Kerben, die im rechten Winkel zueinander stehen. Am Anfang waren wir uns gar nicht so sicher, ob das so etwas Besonderes ist, sondern wir haben es gereinigt. Und dann erkannten wir, dass hier sehr regelmäßig eingetieft solche Kerben sind, auf beiden Seiten. Und da war uns klar, eine gewöhnliche Schlachtspur kann das eigentlich nicht sein. Sondern um diese Kerben einzutiefen, benötigt man mit einem Flintmesser durchaus 10 Minuten oder eine Viertelstunde mindestens. Und wir haben in den Experimenten nachvollzogen, dass es am besten ist, wenn der Knochen vorher gekocht wird. Also ein ganz schöner Aufwand. Und das macht man nur für ein besonderes Stück. Das ist wirklich eine Sensation. Welche Bedeutung hat dieser Fund denn überhaupt? Ja, ich würde auch sagen, das ist absolut eine Sensation. Denn Sie kennen das alte Bild von dem primitiven Neandertaler. Und wir sehen hier, dass der Neandertaler ein Stück so gezielt vorbereitet hat. Und ich würde das als eine frühe Kunst bezeichnen. Bevor also später der moderne Mensch seine Kunst anfertigen konnte, hatte es Vorläufer gegeben durch den Neandertaler. Auch der Neandertaler konnte einfache Kunst, wenn ich das mal so sagen darf. Der Neandertaler überrascht die Forschung immer wieder aufs Neue. Als das erste Teilskelett 1856 in einem Steinbruch im Neandertal entdeckt wird, tippen Gelehrte zunächst auf eine Affenart oder einen verkrüppelten Menschen. 20 Jahre später kauft das Landesmuseum in Bonn den Fund für 1000 Goldmark. Der Archäologe Ralf Schmitz hat diesem Fund viele Geheimnisse entlockt. Es ist in der Tat das berühmteste menschliche Fossil der Welt, dieser erste Neandertaler-Fund aus dem Neandertal. Das ist ja der berühmte rechte Oberarmknochen, der besterhaltene Knochen des Skelettes überhaupt. Der Knochen hat Nobelpreisgeschichte geschrieben. Der Paläogenetiker Svante Paabo kann 1997 daraus die weltweit erste Gensequenz eines Neandertalers gewinnen. Der Urmensch aus dem Neandertal. Er steht am Anfang einer langen Forschungsgeschichte. Ich sehe jetzt hier eine Vitrine mit vielen Knochen drin. Für Sie sind das aber, wenn man so will, Bücher, die Sie aufschlagen und aus denen Sie sehr viel lesen können. Was verraten Ihnen denn die Knochen? Er hat im Alter von ungefähr 18, 19 Jahren einen schweren Bruch seines linken Armes erlitten, im linken Ellenbogenbereich. Das ist nie richtig verheilt. Er hat das aber 20 Jahre lang überlebt. Heißt, ein behinderter Neandertaler überlebt in einer eiszeitlichen Gesellschaft 20 Jahre lang. Das funktioniert nur, wenn seine Gruppenmitglieder eine soziale Fürsorge für ihn durchgeführt haben. Und ich finde, das sagt über den Menschen Neandertaler viel mehr aus als 10 Millionen Steingeräte. Bereits kurz nach der Ankunft von Homo sapiens in Europa stirbt der Neandertaler aus. Die Wissenschaft spricht von einem sanften Sterben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wie bei einer Flüssigkeit, die immer weiter verdünnt wird, verschwindet der Neandertaler nach und nach. Das war vor etwa 40.000 Jahren. Der Neandertaler ist nicht einfach ausgestorben, denn er hatte Sex mit dem modernen Menschen und zeugte Kinder mit ihm. Und die Folgen davon, die können Forscher noch bis heute in unseren Genen nachweisen. Alle nicht-afrikanischen Menschen haben zwischen 1 und 3% Neandertaler-Gene in sich. Auch ich. Am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie bin ich mit Johannes Krause verabredet. Er ist auf die Analyse von Ancient DNA, also die DNA von uralten Knochen, spezialisiert. Mit seinen Erkenntnissen hat er den Blick auf die Evolution des Menschen revolutioniert. Diese Gene, die vom Neandertaler auf den Menschen übergetreten sind, vor ungefähr 45.000 Jahren, als sich die beiden Populationen vermischt haben,
die sind zum Teil recht wichtig. Es gibt zum Beispiel Gene, die es uns erlaubt haben, uns an bestimmte Krankheitserreger anzupassen. Immungene, die sich ausgebreitet haben, weil der Neandertaler vielleicht an diese Umgebung bereits angepasst war, in die der moderne Mensch eingewandert ist. Jetzt habe ich gelesen, Sie selbst haben bei sich ein Neandertaler-Gen entdeckt in Zusammenhang mit Corona. Und zwar ist Corona dadurch gefährlicher für Sie. Inwiefern wirkt sich das denn aus? Während der Corona-Pandemie wurden eine Reihe von Genen gefunden, die einen schwereren Verlauf der quasi Corona-Erkrankung bedingen. Und meine Kollegen haben dann herausgefunden, dass dieses Gen oder eines dieser Gene vom Neandertaler stammt, vom Neandertaler auf den Menschen quasi übergetreten ist. Ich trage das Gen auch in mir, mein Vater auch. Ungefähr 5% der Menschen in Deutschland tragen dieses Gen in sich. Und es bedeutet für mich, dass ich ein 3-mal höheres Sterberisiko hätte, wenn ich an Corona erkranke. Durchgesetzt hat sich am Ende ja nicht der Neandertaler, sondern der Homo sapiens, der moderne Mensch. Was hatte er denn, was zum Beispiel der Neandertaler nicht hatte? Ja, das ist natürlich eine der ganz großen Fragen. Was unterscheidet uns vom Neandertaler, vom Urmenschen? Das ist am Ende auch die Frage, warum wir dieses ganze Institut hier gebaut haben. Was macht den Mensch zum Menschen? Was haben wir, was uns so besonders macht? Wir sind sehr intelligent, wir haben komplexe Sprache. Wir haben aber auch irgendwie so eine gewisse Neugier, wenn man es so will, so eine Art Entdeckergeist, vielleicht eine Art Entdeckergen, was wir in uns tragen. Und dann Menschen haben Inseln entdeckt, die sie nicht sehen konnten. In dem Pazifik haben sie sich ausgebreitet. Das heißt, es ist höher, größer, weiter, schneller. Das ist so eigentlich vielleicht eine der Eigenschaften, die typisch moderner Mensch ist. Da muss man sich natürlich fragen, wie lange geht das gut? Weil am Ende gibt es natürlich auch globale Grenzen. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt und wohin dieser Weg denn noch gehen kann. Es ist nicht nur sein Entdeckergen, sondern auch seine besondere Anpassungsfähigkeit an Klima und Umgebung, die Homo sapiens so erfolgreich gemacht hat. Aus einigen tausend Jägern und Sammlern, die sich vor Urzeiten von Afrika aus über den Planeten verteilt haben, wurden in nur 7500 Generationen 8 Milliarden Menschen. Heute kontrolliert der Mensch fast die gesamte Erde, hat sie gestaltet und sich untertan gemacht. Doch die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Die Erfolgsstory von Homo sapiens steht auf der Kippe. 2050 werden wahrscheinlich 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Erdgeschichtlich gesehen gibt es uns als Menschen erst eine ganz kurze Zeit. Aber diese Zeit hat uns gereicht, um Raubbau an unserem Planeten zu betreiben. Wir zerstören Ökosysteme, die wir zum Überleben brauchen. Und wir befeuern einen Klimawandel, der uns vermutlich aus der Eiszeit hinaus katapultieren wird. Was unsere Anpassungsfähigkeit angeht, als Homo sapiens sind wir Weltmeister. Aber diese Anpassungsfähigkeit könnte bedingt durch den Klimawandel an ihre Grenzen kommen. Der Erde, der ist das egal. Die wird sich wahrscheinlich trotzdem weiter drehen.